Hallo liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es bereits gelesen, Mann oh Mann, wir wollen ein bisschen bauen, ein bisschen Strom, wir werden elektrifiziert, aber das alles gibt's nach unserem Intro. Ja, wir haben es immer noch kurz vor Weihnachten, das heißt, das Video ist jetzt schon ein bisschen älter, damit ihr das so zeitlich einordnen könnt. Und wir wollen stromtechnisch was ändern. Jetzt könnte man sagen, was sind das für Wahnsinnige? Die bestellen etwas, zweite Aufbaubatterie extra mit und dann alles und hier. Und jetzt haben wir uns kurzfristig entschieden, weil auch der Preis eigentlich gepasst hat. Wir wollen die 2x 80 Ampere Stundenbatterien, das sind die Gelbatterien. Die Gelbatterien, die bauen wir aus. Genau. Also falls jemand so eine Batterie braucht, wir hätten dann zwei zur Verfügung. Die sind nagelneu. Also haben keine 1000 Kilometer gelaufen. Ein Wochenende waren sie mal am Strom, also das heißt, sie sind sogar vollgeladen, da kannst du auch nichts zu sagen. Jo. Also falls ihr sowas braucht, könnt ihr uns gerne schreiben. Und da werden wir eine neue einbauen, und zwar eine Liontron. Wir waren ein bisschen irritiert, viele sagen Liontron, aber es ist ein Löwe davor. Denke mal, das wird Liontron heißen. Da gehe ich auch von aus. Und zwar eine 200 Ampere-Stunden, und zwar die Variation, die direkt unter dem Beifahrersitz passt, also ohne Wärmematte. Das war eine Diskussion, die wir geführt haben. Das werden wir euch dann wahrscheinlich am Ende nochmal ein bisschen beraten, besprechen, warum, wie selbst, warum. Genau, da erzählen wir nochmal, was man, also worauf man oder worauf wir geachtet haben und so weiter. Und dann erkennt ihr auch vielleicht, was ihr vielleicht als Entscheidung besser nehmen könnt. Genau, das werdet ihr jetzt alle sehen. Also den Einbau, die Sitze sind schon raus. Da kann Stefan noch was erzählen. Geht gleich los. Genau. Und er wird jetzt alles bauen. Ich werde jetzt einen anderen Job nochmal nachgehen. Und ja, dann sehen wir uns nachher nochmal wieder, wenn die Batterie wahrscheinlich drin ist und wenn wir euch erklären, wieso, weshalb, warum. Wenn nicht fragt, bleibt dumm. So, ihr könnt es sehen, so sieht das Ganze aus, wenn dann die Batterien raus sind, beziehungsweise wenn die Sitze raus sind, so wollte ich sagen. Die Batterien sind natürlich beide noch drin, das sind die, wo die Punkte drauf sind, rechte Seite und linke Seite. Genau, in der Mitte ist die große Lithiumbatterie, und die wird unter den Beifahrersitz gebaut. So haben wir, da haben wir halt den Platz, weil linke Seite ist noch der EBL. Der Steuerblock, den können wir natürlich nicht entfernen, den brauchen wir ja auch. Genau, und linke Seite, dort wo die Batterie ist, soll später nochmal ein Spannungswandler auf 230 Volt, also ein Inverter, reinkommen. Das folgt aber allerdings später. Der Marcel hat es schon angekündigt, wir sind kurz vor Weihnachten, wir haben Pakete organisiert und es sind noch nicht alle Pakete angekommen. Ich erwarte heute noch etwas. Nämlich neue Leitung mit Querschnitt. Darauf ist nämlich dringend zu achten. Da komme ich nochmal später drauf zurück, dass man den Querschnitt dann erhöht. Denn hier ist nur ein Querschnitt, der für 50 Ampere möglich ist, verbaut. Oder beziehungsweise ein bisschen mehr schon, aber 50 Ampere Sicherung ist da nur drin. Es ist ein bisschen wenig. Und da wir ja nur noch eine Batterie dann auf der rechten Seite haben, ist es besser, wir tauschen auf jeden Fall die Leitung aus. Ja, aber das ist dann nochmal im zweiten Akt. Erstmal werden wir testen, ob die Batterie überhaupt funktioniert, und das können wir auch mit den aktuellen Leitungen. Also wir beginnen erstmal mit dem Abbau. So, ich kann vermelden, es war ein kleiner Akt, aber es hat gut geklappt. Festgezurrt habe ich das Ganze auch schon. Der ist jetzt also wirklich, der Akku ist so bombenfest, also da bewegt sich mal gar nichts mehr. Natürlich gibt es keine perfekte Sicherungsmöglichkeit, aber zumindest sollte man sich darüber Gedanken machen, und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir ein Spanngurt nehmen. Und da musste so auch gar nicht mehr ran, also wenn das dann bombenfest sitzt, dann ist das auch okay. Ich habe eine kleine Unterkonstruktion gebaut hier an der Seite, also hier drunter habe ich ein bisschen Dämmung noch gepackt, und von hinten kann man vielleicht das sehen. Ich versuche das mal, kleinen Moment. Nee, so richtig sehen kann man es nicht. Also hier hinter habe ich noch mal mit Holz aufgefüllt, denn damit die nach hinten nicht so wegkippt. Das ist so eine kleine Konsole, die dort eingebaut ist von Malibu, wo normalerweise eine Bleibatterie bzw. eine Gelbatterie drinne hängt. Diese 80 Ampere Batterie, und genau, die wird dann halt da festgeschraubt. Also die passt halt genau in diesen
Auslass rein und diese hier ist halt etwas höher, aber das klappt alles. Jetzt geht es darum, dass wir uns ja, die zweite Batterie vornehmen, die muss nämlich ausgebaut werden und dann müssen wir uns dort was einfallen lassen, denn die Pole müssen ja dort zusammen oder beziehungsweise die Stecker müssen zusammen geschraubt werden. Da habe ich Polklemmen noch organisiert, die wir dann hinterher schön abisolieren und da können wir die Dinger dann zusammenschrauben, die natürlich auch die Amperezahl dann abkönnen. Also es ist immer wie eine Aktion, sage ich mal, alles auszubauen und so weiter. Die Batterie hatte ich fest, das habe ich gesagt. Ich habe sie jetzt aufgeklemmt, erstmal provisorisch, dass sie nämlich laden kann. Das ist mit den Durchmessern, die hier im Fahrzeug liegen. Das reicht, denn wir wollen ja nur, oder beziehungsweise dieses Ladegerät links kann nur mit, wie heißt es, mit 15 oder 18 Ampere laden. Also das reicht auf jeden Fall aus. Was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe hier, und zwar an dieser Stelle, gibt es die Einstellung, dass man entweder Gelsäure, AGM oder Lithium-Batterie hat. Das hier ist nämlich der Ladebooster. Da müsst ihr bitte darauf achten, dass ihr das auf jeden Fall umstellt, denn die Ladespannung der Batterie ist sehr, sehr wichtig. Auch gibt es hier an dem Schautregler, und zwar müsste das hier sein, eine Einstellung, das kann man ein bisschen schlecht sehen. Ich blende da gleich nochmal ein Foto ein. Da gibt es auf jeden Fall eine Einstellung zwischen AGM, glaube ich, und bleisäubere Batterien. Da sollte man auf jeden Fall auch aufpassen und gucken, ob die Spannung denn passt zum Laden. Ich habe es, glaube ich, auf, jetzt muss ich nochmal gucken ganz kurz. Auf Bleigel, glaube ich, so heißt es, stehen, da reicht es zumindest aus. Das muss ich nochmal nachher nochmal gucken, ob die Spannung in Ordnung ist. Denn damit kommt die Batterie auf jeden Fall klar. Das ist da nicht das Riesenproblem. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe gerade hier oben alles auseinandergenommen. Dort werde ich auf die rechte Seite drüber den Batteriecomputer setzen. Denn den haben wir trotzdem noch. Den haben wir uns damals ja gekauft und werden den auch weiterhin benutzen. Hier ist der Messstand. Die Leitung liegt jetzt hier unten. Das war schon echt eine Aktion, hier alles aufzumachen an der Seite. Ja, genau. Aber die Leitung liegt unten und ich kann zum Messstand dann zumindest die Leitung legen. Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Unfassbar. Ja, also, falls ihr mal unser Auto einbrechen wollt, aktuell würde ich nicht machen. Ihr könnt nicht mal sitzen. Ja, holla die Waldfee. Da hat er ja ganz schön was schon geschafft. Er hat euch ja schon einiges erklärt, gezeigt. Ich weiß ja von nichts, weil ich war oben, ich habe gearbeitet, ich habe was anderes gemacht. Ja, auch ich arbeite, falls weil immer die Fragen kommen. Mit Phil, der macht ja nichts. Doch, ich mache andere Sachen. Und zwar tatsächlich heute, er hat Urlaub, ich nehme mich nicht. Ich muss tatsächlich in meiner normalen, wie würde Kaiser so im Bergwerk arbeiten. Wobei, das ist kein Bergwerk, das ist was ganz anderes. Ja, für euch ganz wichtig, wir schreiben ja heute tatsächlich den 23.12.2021. Und Wagen haben wir ja seit dem 17.12.21. Tut sowas 16. nicht. 16. Naja, 17. Der 16. der war ja, der, gut, war okay. Der Tag abgab. Tut sowas bloß nicht vor Weihnachten. Das ist so schwierig, Sachen zu bestellen. Das ist ja so unfassbar. Ja, du bist ganz schön am Fiebern. Nämlich das Ding brauchte ich jetzt auf jeden Fall ganz dringend noch. Und da fehlt immer noch was. Das kommt wiederum mit einem anderen Paketdienst. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob du es schon erzählt hast, dann haben wir ein bisschen was falsch bestellt. Ja, okay. Das, ich habe eigentlich einen Spannungswandler, einen Inverter mitbestellt. Der ist aber für 24 Volt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Da haben wir beide nicht drauf geachtet. Ja. Wir haben ja auch gut durchgeweilt, weil ich habe das ja gesehen auf der Seite. Oh, das passt. Der, da haben wir einen Fehlkauf gemacht. Ja. Also da seht ihr auch nochmal, was ihr müsst wirklich ganz genau lesen, was da ist. Sonst habt ihr dasselbe wie wir. Ist aber nicht so schlimm, denn das kann man ja auch zurückschicken. Genau. Ja. Naja, ich würde sagen, ich mache mal weiter. Ich muss noch ein paar Steckdosen hier verbauen und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Also es wird heute nicht nur um Lithium gehen, es geht allein um Energieversorgung erstmal. Genau. Genau, und unser eins geht jetzt wieder arbeiten, weil ich habe noch ein paar Mitarbeiter, die ich zufriedenstellen muss und dann dementsprechend gehe ich wieder mal dahin. Viel Spaß. So, mittlerweile darf ich berichten, die Kabel sind angekommen. Also, ich will nur mal so ein bisschen den Unterschied hier mal zeigen. Zu dem Originalkabel und dem anderen. Man sieht schon, dass das eine ganze Ecke dicker ist und dementsprechend natürlich auch mehr Leistung ab kann. Da ist also auch ganz wichtig, darauf zu achten, dass das ordentlich und vernünftig ist und nicht, dass euch die Butze dann hier abbrennt. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Was ich noch gemacht habe, ist Leitung gelegt, diese hier. Das ist einmal 230 Volt und einmal ist das für die Steckdosen, die ich jetzt hier auf der linken Seite nämlich schon eingebaut habe. Kann man so ein bisschen schlecht erkennen. Also da ist rechts ist es eine 230 Volt Dose, in der Mitte ist es eine 12 Volt Dose und links wird dann noch eine USB-Dose. Die sind allerdings nicht angekommen. Ja, von hinten sieht das Ganze so aus. Also auch vernünftig. Wir haben hier diese Dosen von Berka gekauft. Sind halt die Originalen. Ja, was ich jetzt mache, die Kabel werde ich jetzt austauschen. Und die gehen dann hier rüber. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall einen besseren Querschnitt. So, soweit so gut. Batterie ist jetzt soweit drinne. Den Messstand, den haben wir vorne mit reingebaut. Das sollte also ganz gut passen. Die Kabel sind hier angekommen, das habe ich gesagt. Hier kommen sie auch raus. Das werde ich jetzt alles nochmal ein bisschen schön machen mit Kabelbindern. Und dann geht das Ganze zur anderen Seite rüber. Da gehen die hier durch in die Sitzkiste nach vorne und verteilen sich dort. Hier wird dann nochmal ein Inverter nachgerüstet. Das kommt allerdings später, also das heißt, dafür muss ich den Sitz dann nochmal rausnehmen. Ja, und zur linken Seite ist auch was passiert. Ich habe da so ein paar Dosen hier eingebaut. Die sind jetzt angeschlossen, die funktionieren auch, bis auf halt die 230 Volt Dose, denn das ist die Dose, die dann für den Inverter notwendig ist. Ich kann vermelden, die Batterie sitzt drin, die Sitze sind schon wieder aufgeschraubt. Was jetzt noch fehlt, ist die Blende wieder ran. Jo, und dann war's das. Dann ist die Aktion mit der Batterie auch abgeschlossen. Gut, hat jetzt eine ganze Weile gedauert, aber ich habe ja auch einige Leitungen gezogen. Also von daher, ja, war doch alles in allem eine gute Aktion. Wir wollen euch noch mal ein bisschen, ja, im Prinzip eine Hilfestellung geben, wie man sich für Lithium entscheidet, ob man sich überhaupt für Lithium entscheidet und auch vor allen Dingen für die Größe. Einmal hängt das natürlich von dem Campingverhalten selber, von jedem Einzelnen ab. Wer zum Beispiel sehr viel am Landstrom hängt, da sehe ich das nicht als notwendig, denn dafür würden die Gel-Akkus oder beziehungsweise die normalen Akkus, die in den Vans verbaut sind, sowieso reichen. Da kann man auch mal immer locker mal eine Nacht drinne schlafen. Also das gibt das Ganze her, das ganze Batteriekonzept oder das Energiekonzept. Wer allerdings viel autark unterwegs ist und auch wenig ja, Möglichkeiten zur Strombezug nutzen möchte, der ist mit den Lithium-Batterien natürlich ganz gut aufgestellt, denn man kann halt wenig fahren über den Tag über und man hat trotzdem noch genug Energie, um nächsten Tag oder nächste Nacht auch nochmal zu stehen. Dann sollte man sich im Bewusstsein sein, was muss man alles so machen. Also wir zum Beispiel, wir haben ja ein bisschen, ich sag mal, Dinge dabei, die wir aufladen wollen, wie ein Rechner oder sowas. Und das verbraucht natürlich auch noch ein bisschen mehr Energie. Dieses muss man dann halt einfach mal einrechnen und gucken, ob man genug Energie dabei hat. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir versuchen das einfach mit unserer 200 Lithium-Batterie, 200 Amperestunden. Und da muss ich sagen, ist für uns genau richtig. Das ist auf jeden Fall gut kombiniert, weil wir auch mehrere Tage mal einfach autark stehen wollen und das hiermit auch können. Für jeden anderen würde ich wahrscheinlich sagen, also der jetzt nicht unbedingt mit Social Media unterwegs ist, würde wahrscheinlich auch die Hälfte an Energie reichen, denn man muss eins sagen, diese beiden Batterien, die wir rausgenommen haben, die könnte man ersetzen in eine so gut wie 100 Amperestunden Lithium-Batterie, dann hätte man genauso viel davon, beziehungsweise wahrscheinlich noch ein kleines bisschen Puffer. Also das heißt nicht nur ein kleines bisschen, sondern es ist ungefähr das Doppelte an Puffer, was man dann noch hat. Also das würde ausreichen locker, um gewiss 2 bis 3 Tage autark zu stehen. Jeder muss natürlich das eigene Batteriekonzept dort sehen. Es gibt auch die 150 Amperestunden noch und da gibt es natürlich auch noch Zwischenschritte. Also das muss man halt so sich ein bisschen errechnen, was an Strom man in dem Fahrzeug verbaut. Vor allen Dingen auch, habt ihr einen Kompressorkühlschrank oder habt ihr eine Dieselheizung? Diese beiden Komponenten sind hier zum Beispiel relativ viel, also große Stromfresser und die brauchen dann dementsprechend mehr Strom.
Ja, ich hoffe, dass wir euch da ein bisschen eine Entscheidungshilfe geben konnten. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem aktuellen Video. Jetzt haben wir unseren Spannungswandler doch noch bekommen, endlich. Wir haben uns nämlich für einen entschieden. Das ist halt schon nach Weihnachten, also das heißt, wir sind schon im neuen Jahr. Und ja, schaut einfach mal hier rein. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben einen ordentlichen Sicherungskasten dort reingebaut, haben dann diesen Spannungswandler von Virtonox. Nee, Victron Energy, so, Entschuldigung, Victron Energy verbaut, haben den auch angeschlossen mit 50 Ampere abgesichert, also alles sehr, sehr gut gemacht dann dementsprechend. Ich habe hier noch eine Leitung gehabt. Diese Leitung geht jetzt nach hinten zur Steckdose und ja, funktioniert einwandfrei. Was es jetzt zu diesem Gerät noch dazu gab, ist dieser Stecker. Dieser Stecker hat eigentlich ja, so wie so ein Kurzschluss reingesetzt, also das heißt ein Stromstecker. Und was ich gemacht habe, ist einfach, ich habe ein Kabel dort angelötet, Quatsch, einen Stecker daran angelötet und habe dann im Prinzip das schön abisoliert und so weiter. Dieser Stecker, der kommt dann hier von außen in die Verblendung rein und also in das Plastik rein. Ja, und dann haben wir im Prinzip eine Fernbedienung dafür. Man muss halt einmal kurz runtergreifen an den Sitz und dann kann man sich das Ding einschalten. Funktioniert einwandfrei. Wir haben kurz eben mal den Lötkolben daran angeschlossen. Super Sache. Und jetzt geht es noch weiter mit ein paar anderen elektrischen Geräten hier im Auto. Fleißig waren wir auch noch. Wir haben nicht nur heute diesen Spannungswandler hier, den Inverter eingebaut, sondern wir haben uns auch noch dafür gesorgt, dass wir hier oben an den Assistenzsystemen Löcher gekriegt haben. Und zwar kann man die jetzt einschalten. Und man hört, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es sind jetzt hier zwei kleine Lüfter verbaut, die im Prinzip dafür sorgen, dass dieser Kasten mit warmer Luft umströmt wird. Die Luft, die natürlich im Fahrzeug ist. Und dann hat man schnell die Kamera frei. Denn das hat mich immer aufgeregt, dass doch irgendwie diese. Es zwar schön ist, die Assistenzsysteme zu haben, aber meistens stehen sie dir nicht zur Verfügung, weil es halt beschlagen ist, das Fahrzeug. Und hinter der Kamera, da ist sozusagen dann auch, ja, wie soll ich sagen, als wenn es halt beschlagen ist. Und so kann man halt den Schalter einstellen. Kondenswasser, genau, wurde mir gerade gesagt, das ist genau richtig. Kondenswasser. Ja, und wir haben noch das zweite gemacht. Und zwar haben wir jetzt hier draußen. Da gehe ich mal ein bisschen mit raus. Haben wir hier oben, ich würde die Kamera mal übernehmen, eine Lichtleiste verbaut. Ja, das Kabel muss noch schön gemacht werden, das weiß ich. Und ich habe hier eine magische Fernbedienung. Und so kann ich die jetzt einschalten, kann sogar das Licht dimmen, bis so weit runter oder halt auch wieder hochsetzen. Also fürs abendliche und fürs nächtliche Licht ist jetzt vorgesorgt. Man kann sie halt auch wieder ausmachen. Und das Schöne dabei ist, wir haben das Ganze auch angeschlossen und zwar hier drinnen über die Hauptleitung. Und wenn da hier der Strom aus ist, geht auch draußen das Licht nicht. Also das wollen wir auch so haben, denn sie soll nicht noch zusätzlich Strom verbrauchen. Es ist ja nur die Kamera mit dem Bedienteil, was hier hinter ist. Das haben wir da reingeschraubt und fertig ist die Kiste. Also ganz einfache Geschichte. So, ihr habt jetzt einige Sachen gesehen. Also wir haben die große Batterie nun verbaut. Ja, haben die erste Zeit, deswegen ist jetzt auch nochmal ein anderer Tag, haben sozusagen mal eine Reise mit der Batterie gemacht. Und man muss sagen, das ist top. Also wir kommen jetzt mittlerweile auch autark sehr, sehr weit mit hin. Klar, nicht jede Reise kann die Batterie wieder aufladen, das ist auch klar. Aber so gut, wenn man dann zwischendurch auch mal, was weiß ich, 50 Kilometer vielleicht am Tag oder mal eine Stunde vielleicht fährt, dann kommt man da locker 5 bis 6 Tage mit hin. Also das ist auf jeden Fall locker mit drinne. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit das Video gefallen. Wenn euch noch Anregungen da einfallen oder sowas, schreibt die gerne in die Kommentare. Auch unsere anderen Modifikationen. Wir haben das halt jetzt so ein bisschen, um noch ein bisschen Strom halt zu haben, noch mal ein paar andere Sachen zusätzlich gerade mit eingerüstet, habt ihr ja gesehen mit den Steckdosen. Und es kommen da auch noch einige weitere, allerdings in anderen Videos dann dazu. Ja. Genau, das ganze Lichtkonzept, das kommt ja im Endeffekt Richtig. nochmal, wird nochmal dargestellt. Es ist zwar hier alles schon ein Teil verbaut, aber noch nicht alles. Eine Sache müssen wir nämlich nachher noch abholen aus der Paketstation und Ja, was das, anderes wird noch geliefert. da kommt noch Also eine ganze Menge. das Lichtkonzept wird sich hier wirklich ändern. Also das wird wirklich ein eigenständiges Video werden. Das wird definitiv, wollte ich gerade sagen. Wir werden auch dann nochmal so unsere Modifikationen irgendwann machen zu unserem Fahrzeug. Also was haben wir halt uns ausgedacht, was haben wir umgesetzt, was wollten wir machen, was hat es vielleicht nicht geklappt.
ja, das auf jeden Fall im späteren Video noch. Also mal. Ihr merkt, technikmäßig bleibt es hier am bleibt am Ball, es wird hier noch einiges passieren. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Genau, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.